Moin Leute, herzlich willkommen. Okay. Dieses Spiel hat eindeutig noch ein paar Bugs. Okay. Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Beziehungsweise, ja, einer ersten Folge von einem lustigen Spiel, was ich auf Steam gefunden habe. Was ist noch überhaupt nicht alt? Das ist 17 Tage erst alt. Das heißt One-Armed Cook, also auf Deutsch eigentlich ein Arm kochen. Und ja, mit dem Melon-Yoshi. Oh, hallo. Und ja, das ist ein witziges Game, das haben wir gerade schon ein bisschen gezockt. Und da dachten wir uns, sehen wir das auch. Es tut mir leid für das Quadratische, das geht nicht anders bei dem Spiel irgendwie. Die Einstellung ist noch nicht gegeben, aber sobald es gegeben ist, dann werde ich das ändern. Joa. Wir fangen mal an. Ich wollte nicht. Und, Ah, doch. das Ziel des Ein Spiels ist einfach, Hamburger. diese Dinger zu, die, diese Menschen zu bekochen. Hamburger. Also es ist einfach ein Restaurant. So, und hier sind wir bei Burger Drei Soul. Hamburger. Genau. Fangen wir einfach an. Ja. Das Messer ist auch richtig gerade. Kann man nicht irgendwie zoomen? Also gibt es nicht dafür irgendwie Controls? Movement. Es gibt ein Emote. Wir brauchen drei Teller. Es gibt ein Emote mit F. LOL. Hä? Ich kann tanzen. Ich kann das nicht aufheben. Alle sehen mich tanzen. Hilfe, ich kann das nicht aufheben. Easy. Ah, jetzt. Geh mir aus dem Weg. Tu mal tanzen für die Kamera. F. Das ist ja Ich geil. rede. Okay, wir müssen Kosten sparen. Okay, die Dinger, die kann man auf den Grill machen. Nicht. Also kann Du man, machst in den aber Ofen. man kann es auch in den Ofen machen. Wir machen es Brauchen jetzt noch einen einfach mal Teller. auf den Ofen. Oh. Ja. Ich hab meine Hand. Ich hab so manchmal ein paar Schwächeanfälle. Ja, ich weiß. Oh, aber wir machen drei. Ich weiß, deswegen lege ich da jetzt auch drei rein. Warum schmeißt du es auf den Boden? Das ist Lebensmittelverschwendung. Das. Ach. Ich will die Brötchen rausnehmen, bitte. Bevor sie anbrennen. Oh. Oh, okay. Das hat keiner gesehen. Hä? Nein. Nein, nein, nein. So, Messer. Das sieht irgendwie so aus, als würde man Salami schneiden. Auch eine Ich Schere. habe einfach Probleme. Ich sehe es. Ich hab's noch nicht so ganz mit meiner Hand. Die habe ich Ja, erst neu bekommen. das. Warum liegt ein Brötchen auf dem Boden? Weiß. Also, das Brötchen ist einfach durch die Welt gefallen. Das liegt Okay. doch dort. Bist du blind oder so? Bei mir liegt es nicht. Ich brauche mal einen Deckel. Wir haben Feuerlöscher immerhin. Was kommen neue Kunden? Okay. Mann, ich will diesen Patty aufheben, aber das ist nicht möglich. Ich merke es gerade. Okay, ich mache mal einen Teller, damit die Kunden natürlich auch was haben. So. Warum habe ich hier zwei? Egal. Hä? Okay. Ein Hamburger wollte der eine. Bei alle. Alle? Ich glaube, die sind alle Alle. gegangen. Ach nee, hier. Ah, jetzt geht's ja. Alter, ich hab vor deiner Nee. Nase den Teller gehabt. Wärst du zwei. Ach komm. Ihr Was kriegt willst eine denn du haben? Rechnung nach Hause, das sag ich euch. Vor allem, der hätte auch nicht diese 2 Sekunden warten. Du sollst es mir nicht von. Ja, natürlich war das nicht deine Bestellung. Die war auch nicht für dich gedacht. Der isst es einfach vom Teller runter. Heilige Scheiße, was wollen die Dann alles beschweren hier die essen? sich. Cheeseburger. So, ihr kriegt jetzt vom schmutzigen Teller, ist mir egal. Alter. Hä? Hä? Bei mir stehst du die ganze Zeit hier nur so rum. Nein, das wird Frau. Hilf die Kacke. Nein. Ah.
Ich kann die Kacke da nicht aufheben. End Feuer. My Blade wusste. Bei mir steht sie hier nur so rum und warum war. Hä? Wieso kann ich das nicht löschen? Ja, du bist irgendwie stuck. Du bist auch? Die Luft brennt! Hilfe! Ich brenne! Hilfe! Ah, ich brenne! Aber ich bin allmächtig, ich kann nicht sterben. Ich kann nichts machen halt. Hä? Okay, das Game hat noch einige Bugs. Warum ist hier unten? Ach, der eine Typ kriegt einfach ein Stück Käse. Ein Stück verbranntes Käse. Oh. Das ist gerade in seiner Antimaterie zerfallen. Dann kriegt er halt, da kriegt er halt ein Stück Brot. So. So, hier. Bitte. Ja, das ist, ich weiß, dass es nicht deine Bestellung war. Das ist mir aber egal. Aber immerhin hat er. Scheiße. Schon wieder runtergefallen. Immerhin hat der Typ gerade den Teller sauberer gemacht. Kann es sein, dass du ein bisschen stuck bist? Also, ich? Du kannst dich nicht bewegen irgendwie. Ich bewege mich die ganze Zeit. Ja, bei mir halt nicht. Ja. Oh, Feuer! Ah, Zeit zu Ende. Wir haben nichts verdient. Krass. Okay, diesmal machen wir aber. Diesmal machen wir aber Free Play und wir gehen wieder in die gute alte Pommesbude. Oder Hotdog-Bude. So. Oh nein. Ich kann mich schon wieder nicht bewegen. Och. Oh. Und Loading. Und ich kann mich bewegen. Zumindest hat. Geht das wieder um Zeit? Nee, diesmal nicht. Okay. Wir haben ganz schön viel Geld. Wir haben ganz schön viel Geld, echt? Na, guck dir mal unser Buch an. Wo steht hier, dass wir Geld haben? Hä, da steht doch Geld. Dollar? 9, 9, 9, 9, 9 und ganz viele 9. Beim Buch, über dem Buch? Ach so, ich kann nicht ranzoomen. Ich sehe das nicht. Ich finde so meine Hand auch interessant, wie ich so nur 3 Finger habe. Ja, ne? So den Daumen, den Zeigefinger und die anderen 3 Finger sind zusammengeschmolzen. Ja, ne? Cool, ne? Okay. Was willst du denn haben? Jetzt essen haben, los. Ein Würstchen. Ich verstehe nicht, wie manche Menschen einfach nur ein Würstchen haben. Bei einer Hotdog-Bude. Oh. Auch wie ich das so zusammenhalte. Wurde das Hotdog schon hier Brötchen gegrillt? Fantastic Meal. Fantastisches Essen. Verstehe nicht, wie man das mit den Dings macht. Aber okay. Haben wir einen Teller? Das sind die Teller? Brot und. Da unten. Ach ja. Nimm das doch runter! Hast du nicht auf den Träger? Doch. Teller? Der Food war gut, aber der Teller war dreckig. Naja, du gibst ihm ja auch einen dreckigen Teller. Okay, was wollt ihr haben? Ach, scheiß auf Gesundheitsamt. Ach so, es gibt Unterschiede. Die einen wollen das einfach nur so ein Brötchen und ein Hotdog Würstchen und die anderen wollen so ein geschnittenes Brötchen. Deswegen kann man die Brötchen auch schneiden. Ja. Ach so. Das macht Sinn. Ich mach das ungeschnittene Brötchen. Ja, ich mach das geschnittene. Okay, da. Zack, ich glaube, wir müssen. Wie sehe ich denn das, wann das Brötchen fertig ist? Wenn's. Also, es ist fertig, ja. Aber. Achso. Wenn es dunkler wird, wie beim Würstchen. Nein! Ich habe das Brot weggekriegt. Das Würstchen nicht. Ah, oh Gott. Okay. Deine Bestellung. Ich mach nochmal kurz das Brötchen eine Weile hoch. Oh, Scheiße. Das Fantastic. Ich habe den Teller weggekickt. Okay. Nein! Das sind
Unsere Wälder. Unsere Wälder. Ich kann dieses Würstchen ja aufheben. Warum nicht? Ah gut, ich hab's wieder auf. Was wollen Sie? Okay, auch wieder so einen geschnittenen Hotdog. Ich bin ein bisschen verwirrt. Ich kann dieses Würstchen hier aufheben. Warum? Na, das liegt doch dort auf dem Buch oder etwa nicht? Ja. Das hast du richtig, das hast du richtig erkannt. Mr. Sherlock Holmes. Ich krieg das nicht. Ach, jetzt, warte. Nein, es ist wieder zurück. Okay. Gib mir das Würstchen. Oh. Alter, ich sehe bloß, wie du mit deinem Teller so einfach bloß so Würstchen so rumschmeißt. Einfach so Ping-Pong mit Würstchen spielst. Okay, das zu. Ich kann sie aufheben. Warum kannst du es nicht aufheben? Gefähr. Mann, dieses Kackwürstchen. Ey, wir sind richtig gut. So, was wollt ihr? Ich sitze in der Stunde hier und probiere das Würstchen aufzuheben. Mann, ich schaff's nicht. Wir haben keine Würstchen mehr. Bestellen neue. Okay. Okay, wir brauchen Würstchen. Jetzt habe ich mal ein Brot geschnitten wegen dir, du blödes Würstchen. Und Brot haben wir noch. Das sind $50. Mann, ich kann das Würstchen hier aufheben. Warte, ich muss einen Screenshot machen. Willst du einen alten Mann helfen? Willst du einen alten Mann helfen? Ich schaff's. Warte, bleib genauso stehen, bleib genauso stehen. Okay. Hilfe. Ich benötige Hilfe. Beim Würstchen. Ja, warte, ich helfe dir. Danke. Nein! Was? Danke! Warum hab ich jetzt so keinen Teller? Ey, was passiert eigentlich, wenn man im Laster stehen bleibt, während die Ware schon draußen ist? Fährt er dann überhaupt? Das weiß ich ja nicht. Bring mal die Ware auf den Tisch. Ich probier grad mein erstes Gericht hier zu machen. Oh, ich hab's! Ja, will Würstchen mit geschnittenem Brot? Niemand. Alter, ich saß eine Stunde, um das zu machen. Bring mal das andere rein. Ich will den Laster stehen. Wie viele Kartons haben wir? Ja, ich hab 50 Würstchen bestellt. Eigentlich 5, aber ich wusste nicht, dass in einer Box 50 drin sind. Warum ist der Laster voller Würstchen? Der Laster ist nicht voller Würstchen. Doch. Ah ja, ich bin im Laster! Nein! Komm wieder zurück! Oh. Ah gut. Wurde rausgedrückt. Der Laster ist voller Würstchen bei mir. Bei mir nicht. Okay. Ey, schmeiß nicht hier die ganzen Dinger rum. Okay, was wollen denn jetzt die Kunden haben? Was willst du denn? Na? Ja, feiner Kunde. Wir sind so feiner fett. Kunde. Feiner ich schaue nicht durch. Jetzt sag mir, was du willst. Schon springen. Ei, die wollen jetzt Brot mit. Ja, da ist irgendwo ein Würstchen mit Brot. Also mit geschnittenem Brot. Hm. Mit Brot? Brot? Warum will keiner mit geschnittenem Brot? Alter, ich saß dran eine Stunde, um das Kackwürstchen aufzuheben und hab's nicht mal geschafft. Haben wir noch Brot? Nee. Du hast 1000 Würstchen bestellt, aber kein Brot. Nein! Warum? Ich hab den Teller weggekickt. Ja, deine Bestellung. Warum sind hier leere Kartons? Schmeiß sie raus. Die sind übrigens nicht leer. Doch. Hier ist eine Ratte! Wo? Die Ratze ist im Karton, die hat sich selber... Hier sind drei Ratten! Hier sind drei! Töte sie! Die verheddern sich in den... Wo ist denn die andere Ratte? Stirb!
Mann, ich hatte fast. Okay, ich hab's. Gefahr gebannt. Warte, hier sind noch Würstchen. Jetzt ist hier alles voller Würstchen. Ich sag's doch. Hier ist alles voller Würstchen. So. Jetzt können wir wieder verwenden. Lag so auf dem Boden. Die Kartons in den Mülleimer. Haben wir Teller? Wir haben keine Teller. Also... Achso, doch haben wir. Okay, alles gut. Wie entsorgt man die Müll? Die Dings hier, Kartons? Ja, einfach in den Dings reinschmeißen. In den Container? Ja. Aber hier sind noch Würstchen drin. Mach ich die Würstchen raus? Einfach drauflegen. Ja, das Essen war gut. Das ist schön für dich. Wie mach ich die Kacke raus? Raus mit euch! Alter, was ist mir aus den Händen geschlagen oder was? Das ist selber drin. Warte mal, kann man das auf das Hausdach? Ich hab's in. Ich hab's in eine andere Dimension gekickt. Geil. Ja, du hast hier was auf dem Herd. Pass doch mal auf. Guck mal, da ist der Karton. Komm mal her. Ich hab den. Ist nicht unser. Was wollt ihr zu essen? Diesmal schaff ich's. Geschnitten. Ein Teller? Oh. Ich hab's noch nicht so ganz. Wo ist mein Würstchen hin? Das Würstchen konnte fliegen. Warte, ich will das Würstchen raus. Das Würstchen Nein. soll in die Freiheit. Ich soll in die Freiheit. Das aber warum können die Gegenstände raus, aber wir nicht? Warum kann ich das Brot hier aufheben? So, was wissen du? Ah, jetzt so. Ein Hotdog. Kriegst ich hab's geschafft. Aber saure Sahne. So hier? Achso, scheiße, ich muss das noch schneiden. Essen das Messer. Achso. Ein Würstchen. Er will ein Würstchen, lass mich vorbei! Ich kann das Brot doch nicht schneiden. Ah, ich hab's jetzt. Boah, Alter. Warum sind das so viele Würstchen? Also wirklich, ich dachte, das sind so ein Würstchen, die man bestellt in einem so einem Paket. Nein, das sind 10 Stück jedes Mal. Aber das sind jedes Mal 10 Stück. Du hast mein Teller runtergeschmissen. Hä? Wo ist das gebratene Würstchen? Nein, was Kakerlaken. Das ist eine Maus zum Film. Ich weiß. Kakerlaken. Brauchst du eine Brille oder was? Ja. Warte, nein, hier, das Brot. Das Brot. Du hast das Brot vergessen. Wieso? Der wollte keins. Aber er. Achso, das ist mir egal. Hä? Wo ist denn das Brot jetzt schon wieder hin? Warum liegt hier alles auf dem Boden? Weiß ich nicht. Hier ist ein Messer auf dem Boden. Was für ein kleines Kind da reinläuft, ey. Also ein bisschen lebensmüde. Ich kann mal richtig Chaos anrichten und übelst viel Hotdogs bestellen. Alter, ey, wenn du auf den Computer gehst, du hast recht. Wir sind ja Milliardäre. 9999999961 Dollar. Oh. Alter, ich weiß noch nicht mal, was das für eine Zahl ist. Wir können einfach so viel Essen bestellen. Unser Geschirrspüler oder Waschbecken oder was auch immer wird langsam voll. Ja, der macht doch die ganze Zeit schon so komische Geräusche. Ach, hier steht doch Dollar Infinity. Was hast du denn bestellt? Würstchen. Noch mehr Würstchen? Bestell mal Hotdogs, also ihr Brot. Jetzt nutze ich wieder die in die Gegend boxen kannst, Alter. Die Dinger fliegen einfach. Naja, das ruckelt ja bei mir komplett. Warte mal, kann ich das ins in den See werfen? Nein! Die haben dafür Geld bezahlt. Ich meine unser Geld. Ja, es ist ein See! Sei frei! Nein! Warum hier so viele Würstchen? Sag mal.
Warte, ich werf das Schön. Alles einfach raus. Und du fängst es Bestimmt dann einfach nicht. Auf. Bestimmt nicht. Halt nicht. Ich kann den unseren Computer nicht nutzen. Habe ich ihn kaputt gemacht? Kann sein. Ich glaube schon. Ich glaube, das war ein paar Stellungen zu viel. Warte, jetzt verstreuen wir noch die ganzen Würsten. Macht es nie im echten Leben. Man spielt hast nicht mit Essen. Hast du die Würsten da rausbekommen? Ja, einfach auf die Würste klicken. Die Ratte hat unsere Würstchen geklaut. Ja, lass die Ratte Ratte sein. Ich hab so ein paar technische Probleme. Oh. Ist alles voller Würstchen. Aber wir brauchen Brot. Ja, das wollte ich ja als nächstes bestellen, aber ich glaube, der hat den Computer kaputt gemacht. Ich habe den Computer kaputt gemacht. Jetzt kann ich dir in der Nase bohren. Ich kann dir in der Nase bohren. Lass meine Nase in Ruhe. Warum? Das sind unsere Haustiere, wenn es die Ratten. Ja, ja. Das sind unsere Angestellten. Wir sind hier bei Ratatouille. Wir sind hier bei Ratatouille. Ratatouille. Kennst du den Film? Ja. Wer kennt ihn nicht? Das fragen mich auch gerade. Ja, Ratatouille, die Ratten. Ja, ja, die Ratten, wir brauchen bloß noch so einen lustigen Kuh. So, was wissen du? Wir haben noch ein Brot. Echt? Ja. Oh, Scheiße. Feuer. Ah! Kann man das Ding eigentlich anbrennen? Nein! Unser Brot ist verbrannt. Feuer, Feuer, Feuer. Unsere Küche brennt. Das ist etwas scheiße gelöst, sag ich mal. Schlag's mir dann aus der Hand. Boah, ich hab das. Ich krieg jetzt ein Bild zum Frühstück hier. Alter, ein schönes Nein, Bild. Feuer. Ne? Alter, das ist das witzigste Spiel, was ich jemals gemacht habe. Also, das ist ein richtig witziges Spiel. Der Monitor ist immer noch kaputt. Warte, wir müssen die Würstchen reinigen. Musst du vorher waschen. So, wir tun jetzt mal alle Würstchen hier in so ein komisches Karton. Dann alle in den Müll. Mach das niemals in echt. Würstchen sind kostbar. Kann man das überhaupt? Kann man, ja. Echt? Ja. Warum liegt da ein Bild draußen? Weiß ich nicht. Ah, nee, kann man doch nicht. Sag ich doch. Doch, kann man. Geh mal hier. Geh mir aus dem Weg, ich hab einen Karton. Pips, bitte schade, dass man nicht raus kann. Ich würde gerne rausgehen. Geh da rein, du blöder Karton. Ja. Also, ich erwarte viel von dem Spiel. Viel Lustiges. Also, das ist wirklich ein richtig geiles Spiel, Alter. Nein, geh da rein. Ich bin hinter der... geschafft. Wenn ihr es selbst mal spielen wollt, ist es kostenlos. Ich kann euch das in aber auch 5 Euro oder irgendwie gibt es auch eine Version. Ja, es gibt noch so ein DLC, aber ich kann euch das Spiel... Ich kann euch das Spiel gerne mal in der Videobeschreibung verlinken. Die Ratte befördert sich einfach selber in den Müll. Der Container hat die Ratte gefressen. Ah, das Ding geht wieder. Jetzt bestelle ich erstmal richtig viel Brötchen so. Das funktioniert wieder? Ja. Nö, bei mir nicht. Ja, jetzt nicht mehr, jetzt habe ich ja auch wieder bestellt. Ach, man kann nur für eine gewisse Zeit bestellen oder was? Ja, nee, nur wenn der Laster immer da ist. Dann kannst du nicht bestellen. Boah! Warte! Was? Was ist das? Alter, da steht ein fetter Lamborghini. Wo? Ja. Das ist schön, aber unsere Brötchen. Oh, der hat einfach hier kurz mal Drifting gelegt, Donut gemacht und ist wieder weggefahren. Geil. 5 Brötchen haben wir. Wie viele hast du bestellt? 5000. Ja, wir haben nur 5. Ich auf dem Boden liegen. 3 Sekunden Regel noch. Ja. Ich kann die Würstchen ja aufheben. So, ich probiere es ein zweites Mal. Ich habe den nochmal bestellt.
Da kommt er! Komm! Lass ihn mal aus dem Weg. Kannst du dir mal seinen Job machen lassen? Das Alter, ich bin in dem drin. Alter! Hier liegt alles kreuz und quer. Feuer! Oh. Wo? Warte, ich habe noch Nachschub an Würsten. Hast du bestellt? Ja, draußen liegt alles. Hä? Aber selbst hier draußen brennen Würstchen. Echt? Ja. Bei mir zwar nicht, aber... Bei mir schon. Alles Senf. Ist auch noch drauf. Das ist ja praktisch alles. Lass mich durch! Du bist... Wir sind zu fett dafür. Aber immerhin können wir jetzt die Würsten sehr schnell verbrennen lassen. Immerhin sparen wir jetzt Heizkosten. Gas ist heutzutage teuer geworden. Gas ist teuer geworden. Wir brennen jetzt mit Würsten. Wir sind zu arm für Holz. Warte, ich hole weitere Kartons. Hier richtig Mach krasser das. Karton mit richtig vielen Brötchen. Ich brenne hier weiter Würstchen noch an. Ich finde es schade, dass die Kartons hier nicht brennen können. Der Feuerlöscher brennt. Der Feuerlöscher brennt? Der Feuerlöscher brennt. Das ist schön. Wer hat einen Würstchen in den Spieler gemacht? Ich. Hier, also, warum? Weiß ich nicht. Ja, die Kartons müssen weg. Ach. Und damit würde ich sagen, das wär's für die chaotische, aber dennoch lustige Folge. Ich find's auch gut, wie ich so angebranntes Zeug schon habe. Komm her, Ratte, du kommst mit ins Feuer. Komm, die Ratte, Misi. Diese lustige Folge. Ich hab die Ratte. Ja, wir Ratten braten. Ja, ich. Die Ratte brennt. Warum stirbt die nicht? Die Ratte ist tot. Oder läuft? Das ist einfach Magic. Ey, bist du eine Ratte? Oder weg damit. Guck mal. Die Ratte. Hier sie her. Hinter dir. Die Ratte. Hä? Die ist einfach. Die ist einfach tot. Ich hab die verbrannt. Hä? Die bewegt sich jetzt doch so komisch. In der Hand. Hä? Die ist einfach. Einfach so ein Gummiball. Ich lösche es mit Ketchup. Oder kann ich Ketchup anbrennen? Also du kannst Sachen, die gerade brennen, nicht in die Hand nehmen, weil die zu heiß sind. Achso. Warte, ich begleite sie nach draußen. In die Freiheit! Nein, nicht in den Pflaster. In die Freiheit! Das war erstmal so krass. Hier gegen die Tür ja erstmal dagegen geflogen ist. Ah, ja, ich würde sagen, das wär's für die lustige Folge gewesen. Wenn ihr mehr von diesem Spiel sehen wollt, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert, ich aktiviert das jetzt die Glocke. Alles. Bei mir ruckelt es komplett. Bei mir nicht. Abonniert, aktiviert die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen. Alter, das ist kaputt, geil. Das wär's für die Folge gewesen. Haut rein, Leute. Und ciao. Mit dem Feuerlöscher. Tschüss.